Fly With Me ist ein neues Spielchen von Electronic Arts für iPhone und iPod Touch. Das spielt sich in verschiedenen Räumen ab, die nacheinander freigeschaltet werden. Und darin gibt es jeweils verschiedene Level. Ihr seht schon, es ist ein bisschen angelehnt an Cut the Rope und Angry Birds und Wo ist mein Wasser? Also wirklich ein ganz kleines Spiel, auch ganz simpel. Ich bin gespannt, ob es so erfolgreich auch wird. Gibt es im App Store für 79 Cent. Ihr steuert das kleine Vögelchen einfach mit Flügelschlägen, indem ihr unten in die Ecke klickt. Und müsst noch schön Bienen fressen, denn ohne Bienen verhungert das Vögelchen und dann stürzt es ab. Und wenn ihr noch Sterne sammelt, dann könnt ihr irgendwann in ein höheres Level. So, wunderbar, das hat ja gut geklappt. Das war natürlich auch sehr simpel. In höheren Leveln gibt es dann mehr Hindernisse, mehr Schwierigkeiten. Ich habe es hier auf dem iPad, da das eigentlich nur in der kleinen Auflösung ist, ist es jetzt hier ein bisschen pixelig, ist also eigentlich nur für iPhone und iPod Touch gedacht. So, hier wird schon komplizierter gleich. Hier kommen nämlich dann die Spinnen. Von denen dürfen wir uns nicht aufwickeln lassen. Und an die Bäume dürfen wir nicht ranklatschen. Und so wird das immer schwieriger. Also wirklich ein nettes Spielchen mit einem gewissen Suchtfaktor. Ich bin schon gespannt, wie ich die nächste Zugfahrt verbringe, ob ich überhaupt zum Lesen komme. Oh, schade. 79 Cent im App Store. Viel Spaß mit Fly With Me.